Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. So, wir wollen einiges ausprobieren. Wir werden jetzt nach zur Einsamkeit reisen. Und wenn es möglich ist, die Yharin-Wurzel aber nicht unter das Essen mischen. Das ist das erste Mal, wo ich das auch nicht machen werde, so wie ich halt eben Sizerum am Leben gelassen habe. Boah. Passendes Wetter für diese Quest. So, wir werden uns dem. Ausgerechnet hier in Einsamkeit. Ist mir das peinlich. Ja. Das ist mir ein Stuppe. So, wir werden uns jetzt hier einmal nackig machen. Was ist denn das eigentlich genau? Okay. So, ich habe doch jetzt hier irgendwo feine Kleidung. Gleich anlegen. So, ich sehe auch gar nicht wie ein Mörder oder so aus. Also, alles gut. So, da ist er. Stehen geblieben. Der Turm darf bis auf Weiteres nicht betreten werden. Hier, bitteschön. Was ist denn das? Bestellung dieser Größenordnung. Besitzer dieser Papiere. Der Feinschmecker. Bei Azura. Der Feinschmecker. Es tut mir leid. Ich hatte ja keine Ahnung. Wir wussten nicht, womit wir rechnen sollen. Ihr seid anders gekleidet, als ich erwartet hätte. Aber lasst euch bitte nicht aufhalten. Geht direkt durch in die Küche. Jana, die Burgköchin, erwartet euch schon ungeduldig. Warum denn? Ich habe mich extra schick gemacht. Ich habe mich jetzt extra schick gemacht dafür. Und er meint so, ja, pff, wie siehst du denn aus so in der Hinsicht? Vielleicht, dass meine eine Kleidung einfach komplett durchgenässt ist. So, da ist sie auch schon. Oh, nein, ich werde jetzt mal wirklich ohne Scheiß die Yharin-Wurzel nicht unter das Essen mischen. Nicht noch eine Lieferung. Ich habe doch gesagt, dass wir alles haben. Legt es dort ab und verschwindet. Ihr versteht mich falsch, denn ich bin der Feinschmecker. Der Feinschmecker? Oh, endlich! Ich konnte es kaum glauben, als ich hörte, dass der Feinschmecker für den Kaiser kochen sollte. Es ist nur... Ja? Ihr seid ein Nord. Darauf wäre ich nie gekommen. Wo habt ihr so kochen gelernt? Hier im Himmelsrand? Oder irgendwo, wo es... Schweigt, ich bin bereit für das große Festmahl. Oh, nun, das seid ihr nicht. Ihr müsst eine Kochmütze tragen. Dort im Regal ist eine. Ohne könnt ihr einfach nicht kochen. Ihr Arm. Seht ihr das, ihr Arm? Ja, moin, Buck. Eine Kochmütze muss ich tragen. Warum muss ich mit ihr jetzt wieder reden? Wir fangen an, sobald ihr die Mütze tragt. Seht im Regal dort drüben nach. Ach so, ja, ich hab sie ja schon. Wir wollen doch nicht, dass der Kaiser euch für jemand anders hält, oder? Oh, welch ein Anblick. Ausgezeichnet. So habe ich es mir vorgestellt. Ja, es reicht. Der Feinschmecker ist hier, um zu kochen und nicht um zu reden. Fangen wir an! Oh, ja, aber natürlich... Eine kleine Perle. Na? Der Kaiser wünscht sich euer berühmtestes Gericht. Die Portage le Magnifique. Ich habe schon mal angefangen. Aber im Kochbuch steht nicht viel und jeder kocht das Gericht anders. Ich würde mich geehrt fühlen, wenn wir es auf die besondere Art des Feinschmeckers zubereiten könnten. Ja, die Brühe ist bereits gekocht. Wir können sofort beginnen. Welche Zutat kommt als nächste? Ein Süßkuchen. Oh, wie dekadent. Darauf wäre ich nie gekommen. Und jetzt? Ihr müsst nun einen Spritzer Met hinzufügen. Ah, oh, natürlich. Das hatte ich schon erwartet. Eine Nierenwurz? Wirklich? Oh, ich verwende Nierenwurz auch immer als spezielles Aroma. Oh, eine wunderbare Idee. Ich weiß. Gut, was nun?
Ein gewürfeltes Hawker-Fleisch als Septim. Läuft bei mir. Hawker. Sehr köstlich. Gibt es überhaupt jemanden, dem das nicht schmeckt? Tut mir leid, ich wollte nicht abdriften. Also, eine Tasse gewürfeltes Hawker-Fleisch. Der Eintopf scheint fertig zu sein. Wenn wir noch etwas hinzufügen, schwächen wir die Aromen ab. Also, ist es das? So, jetzt habe ich hier die Möglichkeit, wie gesagt, diese Zutat hinzuzufügen. Das habe ich bis jetzt immer so gemacht. Dieses Mal werde ich es aber nicht tun. Es ist angerichtet. Servieren wir die Magnifique. Babini, Bobane. Ausgezeichnet. Sie müssten jetzt bereit sein. Und wenn ich es mal so sagen darf, es war eine Ehre, ein Gericht mit dem besten Koch des gesamten Kaiserreichs zuzubereiten. Natürlich. Ich trage den Eintopf und führe euch hoch zum Speisesaal. Ich bin mir sicher, dass der Kaiser und seine Gäste euch nun endlich kennenlernen wollen. Folge Chiana in den Speisesaal. Huch. So, Leute. Wieso ich das jetzt getan habe? Ich will jetzt eigentlich nicht spoilern. Ach komm, sagen wir einfach mal, ich sag's noch nicht. Wir werden jetzt hier einfach folgen, warum ich den Kaiser dieses Mal nicht ermorden möchte. Mal gucken, ob ich jetzt dadurch ein Problem kriegen werde. Aber seid ihr denn kein bisschen nervös nach allem, was geschehen ist? Meint ihr die Hochzeit? Der scheinbare Mord an meinem Cousin. Ein bedauerliches Missverständnis, mehr nichts. Kalter Met, heiße Gemüter. So etwas passiert. Da sind wir. Oh, ich bin nervös. Wir gehen gleich rein. Bitte, ich bediene. Ihr steht einfach da und seid umwerfend. Ja, das ist eine unglückliche Wendung, aber ein Einzelfall. Aber mir wurde versichert, dass die Schuld einzig und allein beim Sohn des Mannes liegt. Wir sind in absolut keiner Gefahr. Einen Kaiser zu töten kann nützlich sein, aber sich mit einem anzufreunden, das ist wirklich von Vorteil. Und da stimmen mir doch sicherlich alle zu. Ah, da sind wir. Geehrte Gäste, darf ich vorstellen? Der Feinschmecker. Ah, diese Suppe. So köstlich, meine Freunde. Als Kaiser steht mir natürlich das Recht der ersten Portion zu. Oh, wie wunderbar. Einfach köstlich. So hatte ich es mir erhofft. Genießt es. Passiert jetzt auch mal was? Das habe ich, wie gesagt, so noch nie gemacht. Ich muss den Kaiser also doch töten, egal wie es aussieht. Ich muss ihn töten. Kann ich mit ihm reden? Konzentrieren, Gianna. Konzentrieren. Der Feinschmecker. Auf diese Gelegenheit habe ich lange gewartet. Passiert hier auch mal was? Ich habe jetzt einfach die Optional... Ich muss den Kaiser töten. Der von Olava, der Schwachen, die Zukunft vorhersagen. LOL. Was zum Teufel ist denn das für eine Quest? Ich gehe mal wieder auf Ehrenbruderbasis. Die steht mir im Weg. Ob ich ihn so töten werde, töten kann?
Nein, ich werde natürlich auch meinen stärksten Pfeil jetzt dafür gerade mal ausrüsten, auf Ehrenbruder. Wo haben wir denn hier... Detra-Pfeile habe ich doch hundertprozentig. Hier 24 Schaden mache ich damit. Bei den Göttern! Der Feinschmecker hat den Kaiser ermordet! Zum An... F! Ich bin dann mal weg. Ich muss ihn also töten. Dieser Mann war der bei weitem nervigste Köder, den der Kaiser je eingesetzt hat. Ich bin froh, dass er tot ist. Ah, aber ich freue mich noch mehr, dass ihr ihn getötet habt. Ihr, ein Attentäter der dunklen Bruderschaft, habt gerade einen Anschlag auf den Kaiser durchgeführt. Und ihr hättet Erfolg gehabt, wäre es der echte Kaiser gewesen. Überrascht? Ging mir auch so, als ein Mitglied eurer Familie mit dem Plan zu mir kam. Wir haben ein Geschäft gemacht, wisst ihr? Einen Handel. Ich bekomme euch und die dunkle Bruderschaft darf weiter existieren. Aber wisst ihr was? Ich habe es mir anders überlegt. Wie wäre es damit? Ich töte euch und schlachte alle eure armseligen kleinen Freunde ab. Eure Zuflucht wird gerade verwüstet, damit ihr wisst, was ich von diesem Geschäft halte. Ihr habt meinen Sohn getötet, ihr alle, und jetzt bezahlt ihr dafür. Tötet ihn und sorgt dafür, dass nichts übrig bleibt, was man beerdigen könnte. Komm! Ernsthaft. Ganz leicht geblockt. Vorsichtig. So, ich nehme jetzt nicht ohne Grund die Rüstung hier mit gerade. So, wir müssen zur dunklen Bruderschaft. Und diese dunkle Bruderschaft scheint wohl gerade angegriffen zu werden. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Könnt ihr euch irgendwie überreden, ein Auge zuzudrücken? Na schön, aber nehmt euch in Acht. Nächstes Mal bin ich vielleicht nicht mehr so nachsichtig. Ja. Sterb, Rebell! Was? Wieso? Das ist nicht euer Ernst! Wieso werde ich denn jetzt trotzdem angegriffen? Renn doch die scheiß Treppe hoch, danke. Das kann doch nicht sein. So, erstmal das hier machen. Okay, dann machen wir halt eben diesen Move. Okay, das ist aber echt ein Bug jetzt. Normalerweise sollte das nicht passieren. Dann spreche ich auch noch extra mit der Wache. Ja, drück mal ein Auge zu, ne? Mich hat das schon gewundert, dass das geht. Seit wann geht das? Habe ich mir gerade so gedacht. The fuck? So, kann ich denn jetzt zur dunklen Bruderschaft gehen? Wieso? Okay, irgendwas stimmt hier gerade nicht und das passt mir überhaupt nicht. Sorry, Leute.
Das ist ja echt ekelhaft. Also das sollte nicht passieren. Und ihr wisst, was ich von Bugs in diesem Spiel halte. Uncoole Scheiße. Sorry. Uncoole Scheiße. Und ihr wisst ganz genau, was ich dafür haben möchte, wenn das Spiel mich wieder am Verarschen ist. Und das auch noch zum Beginn. So, den gleichen Scheiß nochmal. Dieser Mann war der bei weitem nervigste Köder, den der Kaiser je eingesetzt hat. Ich bin froh, dass er tot ist. Ah, aber ich freue mich noch mehr, dass ihr ihn getötet habt. Ihr, ein Attentäter der dunklen Bruderschaft, habt gerade einen Anschlag auf den Kaiser durchgeführt. Und ihr hättet Erfolg gehabt, wäre es der echte Kaiser gewesen. Lächerlich. Überrascht? Ging mir auch so, als ein Mitglied eurer Familie mit dem Plan zu mir kam. Wir haben ein Geschäft gemacht, wisst ihr? Einen Handel. Ich bekomme euch und die dunkle Bruderschaft darf weiter existieren. Aber wisst ihr was? Ich habe es mir anders überlegt. Wie wäre es damit? Ich töte euch und schlachte alle eure armseligen kleinen Freunde ab. Eure Zuflucht wird gerade verwüstet, damit ihr wisst, was ich von diesem Geschäft halte. Ihr habt meinen Sohn getötet, ihr alle, und jetzt bezahlt ihr dafür. Tötet ihn und sorgt dafür, dass nichts übrig bleibt, was man beerdigen könnte. Was zum Henker. Das war gerade. So. Ich werde mich jetzt so verpissen. Hoffentlich geht das. Alter, wehe, wenn nicht. Das ist nicht euer Ernst! Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? So, überreden kann ich ja nicht. Ich gehöre zur Gilde. Reicht das, um mein Kopfgeld aufzuheben? Ich kann sogar dafür sorgen, dass sich all eure Probleme mit den Wachen in Luft auflösen. Aber das wird euch was kosten. Was sagt ihr? Ja, hebt mein Kopfgeld auf. Ist erledigt. Und jetzt geht, bevor ihr mich in Schwierigkeiten bringt. Ich will euch etwas anvertrauen. So, kann ich jetzt gehen? Ich werde nicht mehr von den Wachen verfolgt. Sollte eigentlich möglich sein. Ist es auch. Na also, wo ist das verdammte Problem? Meine Fresse. Das Überreden bringt ja nichts. Bist ja trotzdem verfolgt von den verdammten Wachen. So, beeilen wir uns. So, jetzt muss ich aber wirklich hier mal zulegen. Oder wisst ihr was, Leute? Nee, ich mache hier einen Cut. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Skyrim. Ja, ist am besten so, weil wenn wir jetzt noch weitermachen, geht's doch vielleicht länger als gedacht. Und daher ist dann doch erstmal Schicht im Schacht. Okay, macht's gut. Bis zum nächsten Part. Ciao.